Also von Ihnen könnte sich so manche eine Scheibe abschneiden. Es gibt ja Leute, die haben überhaupt noch nicht gespendet. Eine Kurzhaarige in weißem Kittel. Unfassbar, was? Dann kann man schon mal so unkompliziert Leben retten. Eben, ein kleiner Pieks und Schaden tut's einem nicht wirklich. Oh. Geht's Ihnen nicht gut? Das ist nur der Kreislauf. Bleiben Sie einfach nur ein bisschen liegen. An einer Fensterscheibe steht heute Blutspende. Staller auf einer Liege bewegt unruhig die Beine. Mit blassem Gesicht setzt er sich auf. Liegen bleiben, Hansi. Ach du je. Hier mit der Ärmerei auf. Das ist aber jetzt nicht meins. Am Boden eine Blutlache. Synchron sehen seine Kollegen und Girwitz her. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert, dunkelblond, blaue Augen braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller. Dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz. Korpulent, graumeliertes Haar. Karin Thaler als Pathologin Dr. Anja Licht. Klein und blond. Bis zum letzten Tropfen. Neben Staller liegt eine Weißhaarige auf einer Liege. Eiserne Regel, Hansi, wenn man kein Blut sehen kann, gibt man nicht zum Blutspenden. Dass die einem so viel abzapfen, ne? Ein halber Liter ist ja für mich schon eine Nahtoderfahrung. Hast du schon das weiße Licht gesehen? Anja in Schutzoverall. Geht's wieder, Hansi? Oh. Also die Frau ist noch keine Stunde tot. Die dürfte sogar in eurem Beisein gestorben sein. Das darf doch nicht wahr sein, dass sowas keiner merkt. Tja, in dem Fall war es tatsächlich ein stiller Tod. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ausgeblutet. Wahrscheinlich ist sie irgendwann schwummrig geworden und sie ist weggedämmert. Ja, wie kann sowas passieren? Der Schlauch war nicht am Beutel, sondern ging unter die Liege. Girwitz zieht die Brauen zusammen. Also ein tragischer Unfall, oder? Möglich. Oder Mord, oder? Oder, das wird die Obduktion ergeben, da. Ein Spendeausweis. Erna Rattlinger. Sag mal, die Sabrina Verwandte. Und Sie? Staller auf seiner Liege. Hansi. Rührt sich nicht. Die Kurzhaarige zu Sonja. Ja, die war mit einem jungen Mann hier. Ich dachte, das wäre der Enkel. Aber der ist dann gleich wieder gegangen. Hubert kommt. Hier steht doch kein junger Mann drauf. Also noch nicht mal ein älterer, außer euch jetzt. Hm? Ja, Männer spenden ja generell eher ungern. Aus gutem Grund, so wie es ausschaut. Haben Sie der älteren Dame da die Nadel gelegt? Nee, das hat die Kollegin da drüben gemacht. Ach so? Weil die hat gesagt, der Zugang wurde schon gelegt. Also muss sich ein anderer drum gekümmert haben. Übrigens, eine Stunde vor der Erna war Sabrina Rattlinger hier. Die Tochter? Ja, hoffentlich nicht. Girwitz? Ja, das ist eine gute Gegend, ja. Ins Handy. Ja, gut, dann wiederhören. Worauf warten wir? Auf Sie? Ja, gut, dann. Ja, solange wir Mord nicht ausschließen können, geht nichts an die Presse. Ich möchte nicht, dass die Leute das Vertrauen in die Blutspende verlieren, nicht? Starr, wie fühlen Sie sich? Ja. Hubert sieht zu seinem Kollegen, dann zu Sonja. Eingebettet in grüne Wiesen liegt Münsing im Sonnenschein. Im Streifenwagen. Sag mal, bist du sicher, dass du schon wieder vorkommst? Schade. Staller lenkt den Wagen in eine Nebenstraße. Ein Mann mit Besen winkt hektisch. Sag mal, was winkt denn dir alles so mit? Es liegt vielleicht daran, dass du gerade verkehrt in die Einbahnstraße reinfährst. Sonst müsst ihr jetzt extra einmal ganz außen rumfahren. Ach, ja, Schmarrn. Hubert und Staller umrunden ein Einfamilienhaus. Alles zu. Staller taxiert eine Eingangstür, nimmt Anlauf und wirft sich dagegen. Jetzt ist auf. Hubert folgt ihm ins Haus. Sich umschauend kommen sie in ein Wohnzimmer. An den Wänden hängen leere Bilderrahmen. Hubert geht zu einem Regal. Weißt was? Allein in so einem Haus würde ich mich auch einsam fühlen. Da brauche ich noch gar kein Pflegefall sein. Deswegen hast du wahrscheinlich die ganzen Tabletten. Ü10, Ozyl, Pü10. Was? Ja, klingt wie die türkische Nationalmannschaft. Weißt du, was komisch ist? Hm? Da ist nirgendwo ein Foto von der Verwandtschaft, kein Enkelkind, kein Haustier. Das hat man doch in dem Alter. Haustier? Nein, eine Ahnengalerie. Möchtest du den ganzen Tag von deiner Verwandtschaft angestarrt werden? In der Pathologie telefoniert Anja. Die Polizisten kommen. Ah, gut, danke, Dr. Zöllner. Ja, ich habe einen Haufen Tabletten für dich. Herrschaft! Die sind alle von ihr. Die weißhaarige Rattlinger liegt auf dem Seziertisch. Anja durchwühlt einen Karton voller Medikamente. Was ist? Kein Blutverdünner. Ich habe gerade mit ihrem Hausarzt telefoniert. Laut dem hat sie keinen Blutverdünner genommen. Super, dann passt's ja. Eben nicht, wenn du mir ausreden lassen darfst. Sie hat nämlich welchen im Blut gehabt. Wieso nimmt man das Zeug eigentlich?
Blutverdünner blockt die körpereigenen Gerinnungsfaktoren. Den kriegt man zum Beispiel bei Schlaganfällen, damit das Blut nicht so schnell verdickt. Wie? Ohne den wäre die jetzt gar nicht verblutet. Und mit Blutverdünner hätte sie gar nicht erst spenden dürfen. In der Bäckerei Rattlinger bringt Sabrina den Ermittlern zwei große Tassen. Verlegen wenden Hubert und Staller immer wieder den Blick ab. Sabrina sieht von einem zum anderen. Ihr seid heute so still. Staller bewegt unruhig die Augen. Sag mal, Sabrina, heißen deine Eltern auch Rattlinger? Ja, sicher. Und mit Vornamen? Berne und Siglinde, aber die leben beide nimmer. Gott sei Dank. Und habt ihr dann noch so eine Erna in der Familie? Das ist meine Tante. Die Tante Erna. Magst du die? Ja, freilich. Also, wir haben uns in letzter Zeit nicht mehr so oft gesehen. Was ist denn mit der Erna? Die war beim Blutspenden. Ah, da war ich heute auch. Hat viel Blut gespendet, also sehr viel. Ist sie zusammengeklappt? Ja, im weitesten Sinne schon, ja. Hat die einen Enkel? Nein, also ich bin die nächste Angehörige. Von den Rattlingers gibt's nicht mehr so viele. Staller? Ja, jetzt gibt's von den Rattlingers noch eine weniger. Streichelt Sabrinas Arm. Wie meinst du das? Die Tante Erna, die ist jetzt bei deinen Eltern. Also keinen Enkel. Sag mal, beim Blutspenden, da war ein junger Mann dabei. Wer könnte das gewesen sein? Was, ein junger Mann? Ja, was weiß ich, einer vom Pflegedienst. Was denn für ein Pflegedienst? Harmonie und Lebensfreude. Aber ihr wollt mir doch jetzt bitte nicht sagen, dass die Erna ermordet wurde. Staller nickt. Getroffen senkt Sabrina den Blick. In seinem Büro steht Girwitz am Fenster und telefoniert. Nein, Liebling, der Makler. Ja, der Kredit ist durch, ja. Er soll inserieren, ja, ja. Ja. Tschüssi, tschüssi. An seinem Schreibtisch setzt er sich Hubert und Staller gegenüber. Also die Dame hat ohne Grund Blutverdünner genommen. Warum das denn? Ja, ja. Schlechter Arzt oder Absicht? Also ich meine, jemand hat das gezielt gemacht? Hubert nickt. Meine Schwiegermutter muss das Zeug auch nehmen seit ihrer Hüft-OP. Das ist rezeptpflichtig. Na, klingelt's? Ja, da muss ich doch nachverfolgen lassen, wo sie das Zeug her hatte. Hm? Hubert starrt Girwitz an. Apotheken abklappern und so weiter. Hallo? Ja, Moment. Ja, Schatz? Staller lehnt sich vor. Ja, natürlich mit Grundstück. Ja. Ja, Dienstag. Was, Pilates? Na gut, dann Mittwoch. Sehr gut, ja. Tschüssi, tschüss, tschüss. Die Polizisten fixieren Girwitz. Also gut, ich habe mir ein Haus gekauft. Aber keine Sorge, ich zieh nicht weg, ich bleib Ihnen erhalten. Ne? Riedel kommt mit Papieren. Also ich habe jetzt noch mal die Preise bei den Navis verglichen. Es gibt jetzt eins für 109 und eins für 129 Euro. 129? Meins hat gerade mal die Hälfte gekostet. Ja, aber alles drunter ist Schrott, sagen die Händler. Schrott. Hubert und Staller schielen zu ihrem Chef. Na, bring ich doch lieber mein altes von zu Hause mit, nicht? Sie fahren da mit Navi. Nein, Sie fahren ab sofort mit Navi. Ein Anwohner hat sich beschwert, dass Sie in der verkehrsberuhigten Zone durch zwei Einbahnstraßen verkehrt rumgebrettert sind. Ja, das war direkt nach der Blutspende. Ja, im Normalfall, da habe ich hier einen ganz anderen Konzentrationslevel. Sie sind Polizeibeamte, Sie haben eine Vorbildfunktion. Also keine Diskussion, das dient Ihrem eigenen Schutz. Im Dienstzimmer greift Staller zum Telefon. Harmonie und Lebensfreude. Hm? So heißt der Pflegedienst. Riedel! Der Kollege tritt an Huberts Schreibtisch. Grüß Gott, Polizeiobermeister Staller, es geht um Ihre Patientin Erna Rattlinger. Riedel, fragst du mal bei den ganzen Apotheken und Ärzten, ob die Rattlinger einen Blutverdünner bestellt hat. Okay. Was? Seit August? Aha, gut. Vielen Dank. Du, die hat schon vor einem halben Jahr da gekündigt. Wieso? Ja, wissen die auch nicht, aber die wird auf jeden Fall nicht mehr da betreut. Wer war denn das beim Blutspenden? In der Bäckerei schenkt Sabrina eine klare Flüssigkeit in drei kleine Gläser. Auf die Erna. Sie stößt mit Hubert und Staller an und trinkt. Gekündigt. Das wundert mich. Die wäre doch im Alltag gar nicht mehr allein zurechtgekommen. Ja, vielleicht hat sich aber anders um sie gekümmert. Und wer? Hubert holt tief Luft. Wann wird's beerdigt? Morgen gleich nach der Obduktion.
Bin froh, wenn das rum ist. Die ganze Zeit frage ich mich, wie das gewesen wäre, wenn ich bloß eine halbe Stunde später zu der Blutspende gegangen wäre. Dann wär's vielleicht noch am Leben. Ja, so alter Mensch, der kann auch anders vor die Hunde gehen. Er läuft über Straße, da funktioniert er sein. Sabrina runzelt die Stirn. Der Starnberger See liegt in sanftem Dämmerlicht. Am Morgen. Im Dienstzimmer leert Riedel eine Papiertüte aus. Darin unter anderem ein Stoffbärchen, zwei Kugelschreiber und Taschentücher. Was das alles für Zeug? Das habe ich geschenkt gekriegt. Wie? Das darf er uns eins gar nicht annehmen. Wo ist das her? Ja, das meiste stammt aus der Wilhelmsapotheke. Da hat die Sabrina auch den Blutverdünner gekauft. Was? Moment. Redst du von unserer Sabrina Radling? Ja, das war vor ungefähr einer Woche. Und das Rezept stammt von dem Arzt aus Starnberg. Was haben wir jetzt die Sabrina vorladen? Okay, das ist ein Missverständnis. Mit dem Vorladen, da braucht man bis nach der Beerdigung. Girwitz bringt ein Navi und eine Halterung. Sie wissen, wie man damit umgeht? Ja, ja, logisch. Na gut. Er geht. Was ist das? Ein Navi. Wissen wir. Im Vorraum. Übrigens, die Pflegerin hat angerufen. Die ist die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Anna schon im Heim wohnt. Im Heim? Mhm. Sabrina hat ja versucht, ihre Tante, also die Erna, davon zu überzeugen, ins Heim zu ziehen. Weil es zu Hause trotz Pflegedienst total schwer war. Daraufhin haben die beiden miteinander gestritten. Ende vom Lied, die Erna hat ihren Pflegedienst gekündigt. Das hat uns die Sabrina aber nicht erzählt. Okay, du glaubst ja nicht im Ernst, dass die Sabrina ihre eigene Tante umbringt. Ja, verheimlichen wir es trotzdem. Hubert und Staller in Uniform begleiten Sabrina auf einen Friedhof. Sie trägt schwarz und hält eine Rose. Du schaust ein bisschen müde aus. Ich hab ja auch kein Auge zugetan. Und heute früh war ich gleich bei der Testamentsverlesung. Und? Ja, ich bin Alleinerbin. Was? Oh, das ist aber schnell gegangen. Ich hab den Notar drum gebeten. Ich wollte das alles hinter mir haben. Wie viel? Das ist doch jetzt wurscht. Das ist ein schöner Trost für dich bei all dem Negativen. Also schön. Ja, Entschädigung für die ganze Traurigkeit. Sag, wie viel? An einem Grab. Neben Sabrina sitzt im Rollstuhl eine etwa 80-Jährige in Begleitung eines Mitte 30-Jährigen. Und so bewahren wir das Andenken der Erna Radlinger in Ehren, die mit ihrer hilfsbereiten Art stets ein gern gesehener Mensch war. In der Familie, wie bei ihren Freunden und Bekannten. Das ist vielleicht trostlos, wenn du so wenig Leute hast auf deiner Beerdigung. Ich glaube, der Tante Erna ist das wurscht. Staller schneuzt sich. Mir wird nichts mangeln. Wieso holst du jetzt? Was ist das denn, die Pollen? Und führet mich zum frischen Wasser. Er steckt sein Stofftaschentuch ein. Herr. Der Pfarrer. Wir bitten dich, dass du sie aufnimmst in dein Reich. Amen. 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 So einen frühen Tod hat doch niemand verdient. Die 80-Jährige. Früh ist da relativ. Ich bin Marie Kreuz. Erna war meine Freundin. Wir sind Hubert und Staller und sind die Freunde von der Sabrina Radlinger. Ach, dann sind Sie also privat hier. Ihr Begleiter. Es ist wirklich ein Jammer. Es ist ein Wahnsinn, nicht? Furchtbar. Ich meine, bei der Blutspende. Da überlegt man sich doch zweimal selber zu spenden, oder? Ja, wir zwei waren auch gerade erst da. Ja, geh mir guten Beispiel voran, ich verstehe sehr gut. Aber sagen Sie, wie ist das eigentlich genau passiert? Wer ist denn der junge Mann? Oh, das ist der Tom. Meine treue Seele. Ja, aber wie ist es denn nun eigentlich passiert? Ja, es war ein Blutspendeunfall. Ja, die körpereigene Gerinnung verhindert ja normalerweise das Weiterbluten. Aber die Natur hat in dem Fall halt anders entschieden. Wissen Sie, gegen die Natur sind wir oft machtlos. Ich möchte jetzt heim. Sabrina. Hat einer von euch ein Taschentuch? Staller reicht ihr seins. Kurz hebt Hubert die Hand. Der Streifenwagen hält vor der Bäckerei. Bitte wenden. Bitte wenden. Bitte wenden. Was will die jetzt von mir? Ich bin doch extra so gefahren, wie die gesagt hat. Und jetzt heißt's bitte wenden. Wahnsinn, entschuldige, was erwartest du? Das ist eine Frau? Danke fürs Fahren. Warte, da ging er schnell mit. Die Polizisten und Sabrina steigen aus. Sabrina marschiert voran. Mit dem Kopf gibt Hubert seinem Kollegen ein Zeichen, ihm zu folgen. Drinnen. Und, wollt's jetzt noch einen Kaffee? Na, Sabrina, wir wollten eigentlich... Jetzt lass die Sabrina doch ein bisschen durchatmen nach der Beerdigung. Haben Sie das war abgemacht? Sabrina verengt die Augen. Was war abgemacht? Nix, wir hätten noch ein paar Fragen wegen der Erna und deiner Erbschaft. Ja, es ist aber jetzt kein Verhör. Nein, es ist kein Verhör, es ist nur Unterhaltung. Mhm. In der Backstube. Ihr habt's doch beide einen Vollschuss.
ist es mindestens genauso unangenehm, aber da müssen wir durch. Du hast in der Wilhelms Apotheke Blutverdünner gekauft. Das wisst ihr also schon. Der war für die Frau Paschke. Paschke? Meine Nachbarin, und die kann dir das auch bestätigen. Außerdem steht ja ihr Name auf dem Rezept, aber das habt ihr ja auch schon rausgekriegt. Da ist der Riegel dran. Hat sie zerstritten, du und die Erna? Nein. Die wollte halt partout nicht ins Heim. Und zu Hause, das ging nimmer. Das war lebensgefährlich. Ja, offensichtlich. Sabrina verschränkt die Arme. Mehrmals schüttelt sie den Kopf. Upsi, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Sie sehen sich an. Ich mach nur nichts aus einer Erbschaft. Ich bin zufrieden mit dem, was ich hab. Das reicht mal. Echt? Ja, und außerdem würde ich nie in das Haus von meiner Tante einziehen wollen. Wieso? Wegen dem Nachbarn. Es ist ein solcher Vollpfosten. Hinter der Glastheke des Verkaufsraums sprüht Staller Sahne in ein Glas. Halt! Ein Mann mit kurzem Bart. Was werden jetzt das? Wo hat denn die jetzt die Schokostreusel? Ich habe einen Cappuccino bestellt. Das ist ein Glas voll Sprühsahne. Was ist denn los? Endlich, Frau Radlinger. Ist gut, Herr Lützle. Was macht überhaupt die Polizei hier? Kaffee, das singst doch. Hubert tippt auf sein Handy. Sonja, servus. Du, ja, schick doch mal den Riegel zu einer Frau Paschke. Für die hat die Sabrina angeblich einen Blutverdünner geholt. Okay. Ciao. Ciao. Zu Staller? Das Glas. Was? Das Glas. Wegen meiner Fingerabdrücke. Sabrina reicht Lützle einen Cappuccino und blickt Hubert verärgert an. Die Ermittler und Sabrina nähern sich dem Einfamilienhaus. Im Nachbargarten putzt ein Mann einen Gartenzwerg. Entschuldigung, wie heißt du? Herr Braun. Herr Braun! Der Nachbar, ja? Kommt an den Zaun. Hubert, das ist der Kollege Staller. Wir kommen wegen der Erna Radlinger. Aha. Da muss ich jetzt aber aufpassen, dass Sie mich nicht wegen Beleidigung mitnehmen. Beleidigung wäre schön, es geht um Mord. Was? Mord? Ja, um Gottes Willen. Wen hat's denn umgebracht? Nein, falsch. Sie ist umgebracht worden. Ah. Besonders traurig macht sie das aber nicht, oder? Der ganze Ärger da, wissen Sie. Was hatten Sie denn für ein Problem? Zum Beispiel das Vogelhaus da. Was ist damit? Wissen Sie, wann die in der Früh anfangen mit ihrem Geschrei? Und außerdem hocken da ständig irgendwelche blöden Vögel drauf und scheißen mir auf die Zwerge. Seien Sie froh, haben Sie wenigstens was Lebendiges vor der Nase. Sieh, dann kann das Vogelhaus ja endlich weg. Er lehnt sich vor. Wie ist sie denn umgekommen? Wo waren Sie gestern? Ja, hier. Hab gestern Geburtstag gehabt. Kann es wer bezeugen? Ja, klar, ich hatte Gäste im Garten. Wie viel? Drei. Die Ermittler wenden sich ab. Sabrina betrachtet das Haus. Hinter ihr demontiert Staller das Vogelhäuschen. Ist ja doch irgendwie ganz schön. Ja, weiß nicht, ich find's ein bisschen der Haut. Die Tür rasch. Was machst denn du? Das Ding weghauen, damit die Sabrina keinen Ärger hat. Gierwitz tritt aus der Eingangstür. Was machen Sie denn hier? Und was machen Sie mit dem Vogelhäuschen? Da wohnt das Mordopfer. In dem Haus. Welches Mordopfer? Meine Tante. Sabrina reckt den Kopf vor. Ich hab das Haus gekauft. Haben Sie der Sabrina die Erbschaft unterm Arsch weggekauft? Nein, wo hätte ich denn? Sind Sie sicher? Ja, ich bin Alleinerbin und da bin ich davon ausgegangen, dass das Haus jetzt mir gehört. Haben Sie das Haus von der Erna Radlinger gekauft? Nein, natürlich nicht, von dem Makler, letzte Woche. Ja. Dann hat sie das Haus kurz vor ihrem Tod noch verkauft? Anscheinend. Vielleicht wollt ihr doch ins Heim. Staller wirft Staller! Das Vogelhaus über den Zaun. Es landet auf einem Gartenzwerg. Im Wohnzimmer zieht Gierwitz einen Vorhang zu. Das wird ein Nachspiel haben, Staller. Er nimmt sein Handy, Sabrina schaut sich um. Ja, wie schaut's denn hier aus? Wo sind denn die Bilder? Und die Hälfte der Möbel fehlt auch. Vielleicht hat er der neue Besitzer schon ausgeräumt. Ich habe hier noch gar nichts gemacht. Ins Handy? Ja, Herrn Schmitzen, bitte. Gierwitz. Ja. Bin ich da? Was? Ibiza? Ja, dann, ja, wieder an. Mir hat man gesagt, nächste Woche kommt eine Entrümpelungsfirma, damit der Architekt endlich loslegen kann. Ah, wollen Sie es umbauen? Ja, ein paar Wände raus, neue Fenster. Er tippt aufs Handy. Ja, Herrn Gehring, bitte. Und geht. Geh mit. Ich verstehe das nicht, das war so gemütlich. Mit Decken und Kissen.
Das ist alles weg. Und manche Leute, die verschlanken sich im Alter, also einrichtungstechnisch. Ja, aber nicht meine Tante Erna, ganz bestimmt nicht. Der Polizeirat kommt zurück. Herr Gehring kommt gleich aufs Revier. Der hat den Verkauf abgewickelt und hat mir gerade noch mal bestätigt, ich habe das Haus nicht von Erna Rattlinger gekauft. In Girwitz Büro sitzt Gehring, ein Mann in grauem Anzug, vor dem Schreibtisch. Thomas Rippelt war der Vorbesitzer. Er hat das Haus vor 2 Monaten von Frau Erna Rattlinger gekauft. Mit der Vereinbarung, dass sie bis zu ihrem Tod dort wohnen darf. Okay, da ist doch was faul. Rechtlich ist das einwandfrei. Ja, sie sind aber ein bisschen sehr blauäugig. Da kauft einer ein Haus von einer alten Frau, 2 Monate später ist die tot und schwupps, hat das Haus schon wieder einen neuen Besitzer. Wer ist denn dieser Rippelt? Ich kann nur sagen, dass Frau Rattlinger und Herr Rippelt gemeinsam bei der Vertragsunterzeichnung waren. Ja, ich konnte mich davon überzeugen, dass sie sehr wohl geschäftsfähig war. Also Sie meinen, da war alles in Ordnung? Soweit ich weiß, hat sich Herr Rippelt sehr um die Dame gekümmert. Im Gegensatz zu ihren Verwandten. Ja, wissen Sie das? Das hat die alte Dame selbst gesagt. Im Vorraum blickt Sonja auf ihren Bildschirm. Thomas Rippelt hat einen Eintrag, der ist aber auch schon 12 Jahre her. Vandalismus an Fasching. Fasching ist Vandalismus. Eine Straftat und dann lange nichts, das sind die Schlimmsten. Ja, die tauchen eine Zeit lang ab, dann kommen sie wieder und dann... Ja, Girwitz kommt. Von wem reden Sie? Von unserem Erbschleicher. Vielleicht war er wirklich nur der aufopferungsvolle Pfleger, der mit dem Haus belohnt wurde. Hm? Ja, dann ist er mutmaßlicher Erbschleicher. Ja, die Grauzone macht's schwierig. Girwitz entfernt sich. Genervt verdreht Staller die Augen. Im Dienstzimmer. Grauzone. Wenn wer ermordet wird, da gibt's keine Grauzone. Ja, für den ist ja auch normal, dass ein 30-Jähriger seine Zeit mit einer 100-Jährigen verbringt, ohne Gegenleistung. Servus. Also, die Sabrina hat den Blutverdünner für die Frau Paschke besorgt. Siehst du's? Edel. Auf jedem Rezept steht normal immer der Name drauf. Ich habe nicht gewusst, dass ihr das wissen wollt. Ich habe nicht gewusst. Du hast auch nicht gewusst, dass du dadurch die Sabrina zur Hauptverdächtigen machst. Entschuldigung. In der Bäckerei. Das soll ich euch glauben. Ja, wir müssen öfter Leute befragen, von denen wir gar nicht glauben, dass die wen umbringen können. Ja, ja. Hat sich aber anders angehört. Nein, wir sind halt Profis. Ich hab gedacht, ihr traut's mir sowas wirklich zu. Da gehört eine kriminelle Intelligenz dazu. Ich habe übrigens von der Bank erfahren, dass das Geld, das die Erna fürs Haus gekriegt hat, dass das 2 Tage später wieder abgehoben hat. Was? Ganzen 80.000? 75.000. Die Ermittler klopfen an die Eingangstür eines zweigeschossigen Hauses mit hellgelber Fassade. Da, da ist keiner daheim. Wo rennst du denn jetzt hin? Zum Auto? Bloß weil keiner da ist. Nein, weil ich keine Lust auf eine kaputte Idee habe. Im Dienstwagen. Auf dem Display des Navis steht Stimme wählen. In 100 Metern links abbiegen. Das Ziel liegt vor Ihnen. Nach 300 Metern Ankunft. Jetzt hör heute mal auf mit dem Schmarrn. Bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden. Die klingt jetzt aber ganz toll. Das ist bestimmt so eine mit langen, dunklen Haaren. Das ist wie bei den Weibern von den Sex-Hotlines. Wieso? Die sieht man doch gar nicht. Ja, eben. Wann 3 für Zentrale? Hubert nimmt das Funkgerät. Das Sonja? Vor Ihnen. Wer ist denn da bei euch? Bei der nächsten Möglichkeit. Das ist die neue Freundin vom Hansi. Was ist denn los? Also dieser Thomas Rippelt hat lange als Altenpfleger gearbeitet. Jetzt ratet mal wo. Harmonie und Lebensfreude. Echt? Ja, vor einem Dreivierteljahr hat er dort gekündigt und ein neuer Arbeitgeber ist bisher gar nicht bekannt. Warte mal kurz. Den kennen wir doch von der Beerdigung. Ende. Tom schiebt Marie Kreuz im Rollstuhl die Straße herunter. Die Polizisten steigen aus. Herr Rippelt. Ah, ja, ja. Frau Kreuz, erinnern Sie sich noch an die beiden? Ach ja, 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 ja. Das ist doch meine treue Seele. Was verschaffen Sie Ehre? Kommen Sie wegen der Frau Rattlinger? Ach, ja, genau wegen der. Da hätte man noch ein paar Fragen, und zwar an Sie. Ja, gern. Dann kommen wir jetzt doch mit hoch. Frau Kreuz, wollen Sie unten in der Sonne auf mich warten, im Garten? Ah ja. Bringen Sie dann gleich nach Hause. Ja, gut, gut, gut. Ja, gut, gut. Ja, der tragische Tod von der Frau Rattlinger geht uns beiden noch sehr nahe. Ja, ich kann es mir lebhaft vorstellen. In einer Wohnung Fotos von älteren Menschen. Mit der eigenen Familie haben sie es nicht so, oder? Das Herz des Pflegers hängt an seinen Schützlingen. Die meisten sind inzwischen leider verstorben. Gott hab sie selig. Mhm. Der Tag, an dem die Erna gestorben ist, haben sie es dann noch gesehen? Ja, ich habe sie zur Spende gebracht. Was? Das geben Sie zu? Ja, ich habe sie hingebracht und bin dann wieder gegangen. Nachdem, was da passiert ist, wäre ich wohl besser geblieben. Jetzt reden wir, glaube ich, besser auf dem Gewehr weiter.
Im Verhörraum. Natürlich habe ich das Haus gekauft, das bestreite ich auch gar nicht. Aber es war der Freiwille von der Frau Rattlinger. Und zur Blutspende haben Sie sie nur gefahren? Tom nickt. Und das mit dem Medikament, das hat sie noch alles selber gemacht. Sie war eine sehr eigenständige Frau. Da haben wir was anderes gehört. Wieso haben Sie Ihren Job gekündigt? Beim Pflegedienst, weil da immer alles sehr schnell gehen musste. Und weil keine Zeit für die Menschen blieb. Die Ihnen so am Herzen liegen. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Doch, doch, das verstehen wir sehr gut, dass das einträglicher ist, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Naja, wenn sich der ein oder andere erkenntlich zeigen möchte, dann kann ich das so schlecht ablehnen. Und viele sind dankbar, wenn Sie bei mir revanchieren können. Ein ganzer schmieriger Erbschleicher sind Sie. Stanner, bitte. Tom fixiert Staller. Wissen Sie, Einsamkeit kann schrecklich sein, gerade bei älteren Menschen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Er blickt in die Runde und lässt beide Hände auf den Tisch fallen. Gut, wenn Sie keine weiteren Fragen mehr haben, dann würde ich jetzt gerne gehen. Wie viel haben Sie eigentlich für das Haus bezahlt? 80.000. Und Sie? Kirwitz springt auf und eilt hinaus. Staller steckt eine Münze in den Kaffeeautomaten. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel von denen der schon auf dem Bissen hat. Und die Marie Kreuz ist die Nächste. Girwitz nähert sich. Wenn wir irgendwas gegen den in der Hand haben, sofort verhaften. Kann es sein, dass da ein bisschen persönlicher Ärger mitschwingt? Unsinn. Solange wir natürlich keine Beweise haben, gilt die Unschuldsvermutung. Ja, dann müssen wir observieren, damit der Kreuz nichts passiert. Ja, der wird gerade so blöd sein, um vor unseren Augen Nummer zu schlagen. In meinem Bekanntenkreis gab es einen Erbschleicher, der hat die wildesten Dinge gemacht, solange sie sich im rechtlichen Rahmen bewegt haben. Diese Erbschleicher haben ein richtiges System. Die tauchen ja plötzlich bei den alten Leuten auf, machen auf lieb und nett, gehen einkaufen, fahren die zum Arzt und so weiter und manipulieren die ja so lange, bis sie sich gegen ihre eigene Familie stellen. Passt doch super zu Kreuz. Der Streifenwagen parkt in einer kleinen Straße. Tom schiebt Kreuz aus seiner Einfahrt und die Straße hinab. Das Ziel liegt vor Ihnen. Jetzt geht's los. Das Ziel liegt vor Ihnen. Man sieht, mach's halt aus, jetzt sagt es zum 100. Mal. Jetzt lass halt, das hat so was Beruhigendes. Mit dem Auto Fußgänger verfolgen, das ist ja total unauffällig. Und wenn die unterwegs irgendwo einsteigen, dann schauen wir blöd. Das wäre nichts Neues. Der Wagen folgt den beiden. Am Obermarkt steht er auf dem Gehsteig. Tom schiebt Kreuz in eine schmale Gasse. Jetzt bist du aber sehr nah hingefahren da. Wieso? Hat uns doch keiner gesehen. Aber wenn ich jetzt in die Einbahnstraße reinfahre, da dreht der Kirwitz durch. Packt das Auto, ich gehe hinterher. Hubert nimmt das Funkgerät und steigt aus. Das Ziel liegt vor Ihnen. Gegenüber eines Friseurs sitzt Hubert auf einer Bank. Neben ihm ein grauhaariger Mann. Der Polizist nimmt sein Funkgerät. Mann, Sie, wie kann man eigentlich 2 Stunden beim Friseur hocken? Die muss auch noch geföhnt werden, gerade in dem Alter. Hubert lässt das Funkgerät sinken. Er wirft einen Seitenblick zum Grauhaarigen und greift nach einer Zeitung. Er schlägt sie auf. Der Grauhaarige lehnt sich zu ihm und späht auf die Seite. Genervt faltet Hubert die Zeitung zusammen. Er drückt dem Mann eine Münze in die Hand. Weißt du was? Jetzt kaufst du einfach deine eigene Zeitung. Er schlägt ihm Abmarsch auf die Schulter. Der Grauhaarige geht. Ein Taxi hält vor dem Friseursalon. Eilig greift Hubert nach dem Funkgerät. Jetzt kommt der Taxi, Hansi. Ecke Schlossgasse, Obermarkt. Was, Schlossgasse? Moment. Okay. Staller gibt den Straßennamen in das Navi ein und legt das Funkgerät weg. Er fährt los. Tom schiebt Kreuz aus dem Friseur zum Taxi. Sag mal, was ist denn los? Wo bleibst denn du? Kreuz sitzt im Fond. Hansi? Hubert legt das Funkgerät weg und zückt sein Handy. Hansi, was ist denn? Jetzt sind's weg. Ich bin ja gleich da. Wo bist denn du? Noch 654 Kilometer bis zum Ziel. Der Streifenwagen dreht eine Runde auf einem ländlichen Verkehrskreisel. In Girwitz Büro. Ja, die Straße war ja goldrichtig. Aber das blöde Holzwickede, was das Navi da ausgespuckt hat. Holzwickede liegt kurz vor Dortmund. Das hat das Navi garantiert nicht automatisch gemacht. Ich hab gleich gesagt, das ist eine blöde Idee. Ja, aber das alte Touch-Ding da, das ist ja total schwerfällig. Jetzt schieben Sie den Fehler doch nicht auf die Technik. Bei mir hat das Gerät immer einwandfrei funktioniert. Staller wendet den Blick ab. Ich hab kein gutes Gefühl, wenn der Rippelt bei der Kreuz ist.
Ja, zu Recht. Ja, das sagen wir ja heute, halt, dass das ein Betrüger ist. Das ist eine alte Frau, die glaubt uns das nicht. Wir sind Polizisten, da muss ich dir das glauben. Gut, einverstanden. Aber nur einer von Ihnen geht hin. Ich will nicht, dass wir die Frau einschüchtern. Zufrieden nickt Staller. Der Polizist wartet vor einer hölzernen Haustür. Kreuz öffnet. Mit offenem Mund sieht sie Staller an. Grüße Gott, Frau Kreuz. Ich bin Johannes Staller. Von der Polizei. Ich würde gern mit Ihnen über den jungen Mann sprechen, der Ihnen so schön hilft. Ach, Sie meinen den Tom? Ja, der ist ja meine treue Seele. Ja, ja. Bloß der Tom, der ist manchmal gar nicht so nett. Ja, wir befürchten, dass er Sie bald hinters Licht führen wird. Sie kennen ihn doch überhaupt nicht. Tom ist der Einzige, der sich um mich kümmert. Meine Familie, die schert sich doch einen Dreck um mich. Hat das der Herr Rippelt auch zu Ihnen gesagt? Nein, das hat der Rippel natürlich nicht zu ihr gesagt. Aber vielen Dank für die warmen Worte. Tom tritt hinter Kreuz. Wollen Sie reinkommen? Es gibt auch einen Tee. Staller blickt ihn finster an. In einem Wohnzimmer sitzen die drei um einen Couchtisch. Wie lange kümmern Sie sich eigentlich schon um die Frau Kreuz? Schon seit Jahren. Sehen Sie, ich verstehe Ihre Sorge ja. Es gibt so viele unehrliche Menschen da draußen, aber genau genommen sollte Frau Kreuz zu mir das hier machen. Die scheren sich doch einen Dreck um mich. Sehen Sie, mir liegen die Menschen am Herzen. Und keine Sorge, ich kaufe nicht von allen gleich das Haus. Ein Tee? Na, danke, ich bin im Dienst. Frau Kreuz, nehmen Sie Blutverdünner? Ja. Jetzt lass uns doch einmal die Frau Kreuz antworten. Liebevoll lächelt Kreuz ihren Pfleger an. Der reicht Staller einen Teller. Nussecke? Herr Rippelt, wie werden Sie hier überhaupt bezahlt? Stundenbasis. Staller steht auf, stellt sich vor Kreuz und zeigt mit dem Finger auf sie. Wenn Sie hier das nächste Mal versehentlich auslaufen, ich hab Sie gewarnt. Er geht. Kreuz blickt ihm nach. Der ist aber unsympathisch. In Girwitz' Büro. Herr Fröhle hat den Dreck am Stecken, der verarscht uns doch. Ja, andererseits, selbst wenn er ein unangenehmer Typ ist, vielleicht stimmt das, was er sagt. Sonja? Wir könnten ihn doch mit seinen eigenen Waffen schlagen. Was heißt das, wenn man ausbluten lassen oder was? Nein, wir schleusen einfach jemanden von uns bei der Frau ein, der ihr Vertrauen gewinnt. Dann wissen wir, was der Rippelt macht und können sie vor ihm beschützen. Sehr gut, Freund Wirt. Ausgezeichnet. Und wer? Ich würde es machen. Ach, danke, Freund Wirt. Aber da brauchen wir einen Mann. Typ Schwiegersohn. Hm? Staller bewegt unruhig die Augen. Ja, also, ich werde das übernehmen. Ach, Sie kommen überhaupt nicht in Frage. Hubert! Hubert, Sie machen das. Sie sind genau der Typ Schwiegersohn. Hm? Der sieht zu Staller und hebt die Hände. In Jeans und Parker klingelt Hubert an Kreuz Haustür. Er hält einen Teller mit einem Napfkuchen. Vor Kreuz Haus sitzt Staller im Streifenwagen. Riedel, wie schaut's aus? Alles ruhig. Der Rippelt hat gerade die Post reingeholt. Wenn sich irgendwas tut, setzt einfach einen Funkspruch ab. Was? Einfach bloß melden, wenn was ist. Over and out. Bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden. Staller fährt ein paar Meter zurück. Kreuz öffnet die Haustür. Ja, bitte? Hubert ist mein Name. Ich bin der neue Nachbar. Ich wollte mich kurz vorstellen. Ich habe mir gedacht, ich nehme da einen Kuchen mit. Och, das ist aber nett von Ihnen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, also gute Nachbarschaft ist schon wichtig. Ja, da haben Sie recht. Und Sie wohnen da mit Ihrer Frau? Nein, meine Frau ist weggegangen. Also von mir gegangen. Och. Was sie armer. Und das in ihrem Alter. Ja, das passt schon. Ach, na ja. Hubert wendet sich ab. Gut. Ja, halt, halt. Ja, wollen Sie nicht zu einem Kaffee reinkommen? Ja, zum Kaffee. Ja, logisch, zum Kaffee, fertig. Erneut fährt Staller zurück. Bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden. Und wieder vor. Bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden. Im Wohnzimmer. Ja, sowas. Mein Mann war auch Schreiner. Na, bei welchem Betrieb arbeiten Sie denn? Schreinerei Girwitz. Ah. Der Chef, der spinnt ein bisschen, aber sonst ganz okay.
Ah, ja, ja. Mein Mann konnte auch nie mit seinen Chefs. War ein oller Dickkopf. Ja. Sie haben gar kein Bild von Ihrem Mann? Ja, der Tom sagt, die Erinnerung macht einen nur traurig und wütend. Hat er recht. Wer ist der Tom? Na, mein Betreuer. Der Einzige, der sich um mich kümmert. Die anderen. Ach. Ja gut, also wenn Sie mal einen Handwerker brauchen, dann... Hm? Hubert zeigt auf sich. Na, das wäre aber nett von Ihnen. Na ja, die Beete müssten mal gemacht werden. Aber das ist ja nichts für Handwerker. Na, das ist nix. Hubert dreht den Kopf weg und schielt zu Kreuz. Flehend blickt die ihn an. Das Beet, das kann ich ja nicht schon machen. Die Frau strahlt. In einem Garten kniet Hubert auf dem Rasen, rupft Pflanzen aus einem Beet und wirft sie lieblos in einen Eimer. Kreuz sitzt im Rollstuhl neben ihm. Wissen Sie, was meine Lieblingsblumen sind? Vergiss mein nicht. Ja, ja, die habe ich auch gern. Also die Felder, wenn alles dann so rot leuchtet, ne? Ja, vergiss mein nicht, sind doch blau. Ja, so rot-blau. Ah, ich sehe schon, Sie haben ein Herz für Blumen, wie mein Mann. Wissen Sie was? Wenn Sie da fertig sind, würde ich Sie als Dank gern zum Essen einladen, Herr Hubert. Essen? Ja, das ist eine gute Idee. Kommen Sie doch mal her. Hubert geht zu ihr, wischt die Handflächen aneinander und beugt sich vor. Kreuz flüstert ihm etwas ins Ohr. Hubert bläst die Wangen auf. Also, ich weiß nicht. Ach, mir zuliebe. Bittend legt Kreuz die Hände aneinander. Im Streifenwagen beobachtet Staller, wie Hubert, in Anzug und mit Fliege, Kreuz zu einem wartenden Taxi schiebt. Staller für Riedel? Staller nimmt das Funkgerät. Riedel, gerade ganz schlecht. Der Rippelt ist unterwegs. Was? Er hat das Haus verlassen mit der anderen alten Frau, die bei ihm war. Und jetzt sind sie bei der Apotheke. Okay, Riedel, unbedingt dranbleiben. Wo seid ihr jetzt? Ja, vor der Wilhelms-Apotheke. Ja, sag sofort Bescheid. Wenn die zurückkommen, dann schauen wir dabei die Wohnung an. Over. Kreuz und Hubert sind ins Taxi gestiegen. Das Auto fährt weg. Staller lässt den Motor an. In einem Saal spielt ein Alleinunterhalter auf einem Keyboard. Kreuz und Hubert sitzen an einem Tisch am Fenster. Hier haben wir goldene Hochzeit gefeiert. Ah. Heute lassen sich ja viele wieder scheiden. Schlimm. Da zählt doch die Ehe überhaupt nichts mehr. Diese verlogenen Leute, die sich nach ein paar Jahren wieder trennen. Furchtbar. Ja, wie lange waren Sie denn verheiratet? Muss ich nachrechnen. 81. Er spreizt Daumen und Zeigefinger ab. Das ist unser Lied. Was, bitte? Unser Lied. Würden Sie mit mir tanzen? Er deutet auf den Rollstuhl. Geht es überhaupt? Wenn wir es nicht übertreiben. Kreuz schwingt aufmunternd einen Arm. Auf einer Tanzfläche bewegen sich zwei Paare zur Musik. Hubert schiebt Kreuz dazu und beginnt mit den Händen an den Griffen steif zu tanzen. Nicht von hinten, hier von vorne. Er dreht Kreuz zu sich. Die nimmt seine Hände und wackelt rhythmisch mit den Armen. Sie lässt Huberts Hände los und streckt ihre Arme ausgelassen in die Luft. Ernst wippt Hubert von einem Bein auf das andere. In Toms Wohnung durchsucht Staller Schubladen eines Regals. Er zieht einen Stapel Fotos heraus und betrachtet sie. Auf einem ist eine junge Blonde zu sehen, auf einem anderen Sabrina, dann Erna Rattlinger. Staller nimmt ein Tablettenröllchen aus der Lade und liest die Aufschrift. Antiapolex, Blutverdünnung. Er holt sein Handy aus der Jacke, tippt darauf
und hebt es an sein Ohr. Riedl, jetzt pass mal auf, jetzt tut sie meinen Rippelt verhaften. Wie, was, der ist weg? Er lässt das Handy sinken und tippt erneut. Upsi. Jetzt pass mal auf. An einem Taxi. Oh, es war doch gerade so schön. Wir haben den Nachtisch vergessen. Naja, also ganz ehrlich, ich bin nicht so der Nachtischtyp. Hubert lässt den Rollstuhl los. Servus, wir müssen. Der saust bergab. Ins Krankenhaus. Kreuz in einem Patientenbett. Was heißt das schuld? Ich kann doch nichts dafür, wenn die nicht bremsen kann. Du warst ja nicht dabei. Ja, ich war in der Wohnung. Der Riedl ist schuld. Der hat doch die zwei verloren. Sonst wäre der Tom Rüppel schon lange in der Gitter. Ach, ich dachte, der Tom ist schon da. Die Polizisten nähern sich. Frau Kreuz, was heißt schon da? Ich hab die Schwester gebeten, dass man ihn benachrichtigt. Man kann doch nicht von mir verlangen, dass ich mit einem Mann in einem Zimmer bin, weil angeblich alles belegt ist. Tom hat versprochen, er holt mich hier raus. Wenn das stimmt. Ach so, dann ist der vielleicht schon unterwegs. In einem Patientenbett liegt Hubert mit eingebundenem Kopf. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Der Typ ist gerissen, da braucht man todsichere Falle. Na, ich frage mich nur, warum ich immer der Kürde bin. Weil für mich das Bett zu kurz ist. Staller rollt das Bett neben Kreuz an die Wand. Die Augen sind die Schwachstelle. Was? Wieso? Ja, an den Augen erkennt man einen Menschen. Ja, dann mach ich's halt zu. Ja, dann siehst du ihn ja nicht. Ja, ich höre ihn doch, Hans. Okay, mach doch, was du willst. Halt! Was? Zudecken. Oh, entschuldige. Staller schlägt eine Bettdecke über seinen uniformierten Kollegen und hastet aus dem Zimmer. Im Erdgeschoss kommt er aus einem Aufzug und sieht sich um. Staller zückt sein Telefon. Hallo? Sag mal, Staller, wo stecken Sie eigentlich? Wir haben einen Zwischenfall gehabt mit der Frau Kreuz. Wir sind im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Wieso im Krankenhaus? Ja, das war quasi selbstverschuldet, also von ihr jetzt. Machen wir mal alles unter Kontrolle und eine neue Taktik haben wir auch. Taktik? Erst hört man stundenlang nichts von ihm und dann... Der Empfang, der ist, glaube ich, gerade ganz schlecht. Hallo? Ich meine, was denn für eine neue Taktik? Hallo? Ein miserables Netz, hörst du das? Hallo? Er pustet ins Handy und steckt es ein. Im Revier legt Girwitz den Hörer auf. Riedl! Der eilt herein. Jawohl. Hubert und Staller sind mit Frau Kreuz im Krankenhaus. Sie fahren ja jetzt sofort hin und finden raus, was da los ist, klar? Jawohl. Riedl geht. Sonja? Ich habe einen Fax für Sie. Nicht jetzt von Wirt. Ist aber wichtig, vom Architekturbüro. Girwitz nimmt das Fax und liest. Sehr geehrter Girwitz, nach eingehender Prüfung der von Ihnen erworbenen Immobilie sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das Haus erhebliche Mängel in der Statik aufweist. Das Objekt ist einsturzgefährdet und somit raten wir Ihnen dringend von Umbaumaßnahmen ab und plädieren für einen Abriss. Im Krankenzimmer kümmert sich eine Schwester um Kreuz. Staller stürmt herein. Huberts Bett ist weg. Wo ist denn der Kollege? Welcher Kollege? Na, das Bett hier. Der Herr Meier, wir auf dem Weg in den OP. Was, OP? Ja, die Metallplatten kommen raus. Sie zeigt auf Kinn und Wangen. Hier. Die schneiden den überall auf. Ja, und wenn da gar nichts drin ist, wenn die nichts finden. Ja, keine Sorge, die finden schon was. Der Herr Meier, das ist jetzt gar nicht der Herr Meier. Die Schwester dreht sich um. Moment, Sie müssen das stoppen. Ja, sonst sind Sie da die längste Zeit Krankenschwester gewesen. Ja, genau. Sie wendet sich von der schlafenden Kreuz ab und geht aus dem Zimmer. Staller eilt zum Fenster und schaut hinunter auf eine Zufahrt. Dort radelt Tom auf die Klinik zu. Hektisch blickt Staller sich um, öffnet eine weiße Tür und zieht sich ins Badezimmer zurück. Er lehnt die Tür an und geht dicht dahinter in die Hocke. Im Schlaf lächelt Kreuz. Die Hände in den Hosentaschen schlendert Tom zum Zimmer. Mit den Fingerspitzen klopft er an die offenstehende Tür. Er kommt herein und schließt hinter sich die Tür. Seine Miene ist ernst. Tom geht zum Bett, beugt sich über Kreuz und legt eine Hand an ihre Wange.
Lady öffnet die Augen. Frau Kreuz, wie geht's Ihnen? Ach, Tom. Wenn ich Sie nicht hätte. Frau Kreuz, wir müssen noch einige Formalitäten für die Behandlung klären. Er faltet ein Papier auseinander. Schauen Sie, das ist eine Vollmacht für die Bank, dass die Krankenkasse alles bezahlen kann bei der Behandlung. Ja. Sie müssen nur hier unten unterschreiben. Ah, ja. Die Kreuz. Ja. Kreuz, schlafen Sie ein bisschen, ich bleib bei Ihnen, ja? Ja, gut. Danke. Durch den Türspalt beobachtet Staller, wie Tom eine Hand von Kreuz umfasst und diese streichelt. Kreuz schließt wieder die Augen. Frau Kreuz? Tom nimmt ein Kissen und drückt es Kreuz aufs Gesicht. Staller stürmt aus dem Bad und richtet seine Waffe auf Tom. Stopp! Endstation, Freundchen! Tom lässt das Kissen fallen und hebt eine Hand. Staller wirft ihm Handschellen zu. Hey! Jetzt mach ich einer mal am Bett fest. Kreuz blickt zu Staller. Ja, was machen Sie denn da, Sie Knallkopf? Frau Kreuz, ich hab's ja noch gesagt. Der Polizist eilt hinaus. Im Erdgeschoss wartet Riedel vor dem Lift. Die Türen öffnen sich. Ein Pfleger schiebt ein Patientenbett heraus. Staller kommt angerannt. Erdgeschoss. Halt, 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 sofort abbrechen! Bitte? Der Herr Mayer muss zum OP. Das ist nicht der Herr Mayer. Der Fall ist der Herr Mayer. Nein, ist er nicht! Staller reißt. Was ist mit dem Hupsi los? Die Bettdecke weg. Tom sitzt bei den Ermittlern im Streifenwagen. Hubert blickt müde. So, Herr Rippelt. Der Blutverdünner ist schon im Labor. Da findet man mit Sicherheit eine Verbindung zu Erna Rattlinger. Wir haben nämlich eine sehr, sehr fähige Gerichtsmedizinerin, oder, Hupsi? Ja, fähig ist. In 300 Metern links halten. 5,4 Kilometer bis zur Zielstraße. Ja, Navi halt. Ja, das ist doch die gleiche Stimme wie im Aufzug eben. Ist es dann auch der gleiche Computer? Die gleiche Frau. Hubert zieht das Navi von der Halterung und wirft es aus dem Fenster. Das war Hubert und Staller. Bis zum letzten Tropfen. Aus dem Jahr 2015. In weiteren Rollen Paul Sedlmayr als Riedel, Annette Fleischer als Sonja, Karin C. Tietze als Sabrina Rattlinger, David Zimmerschied als Tom Rippelt, Monika John als Marie Kreuz, Drehbuch Niklas Hoffmann, Regie Sebastian Sorger, eine Hörfilmproduktion des Bayerischen Rundfunks, Text Diana Urban, Redaktion Heide Völz und Elmar Dosch. Tonmischung Michael Heumann, Sprecher Florian Schwarz.